Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch für Saugroboter interessiert. Aus der Community kam vermehrt die Nachfrage nach einem Test des Eufy X10 Pro Omni. Den Wunsch erfülle ich euch in 5 Schritten. Schauen wir uns diesen Saugroboter gemeinsam an, gucken uns an, wo die Stärken liegen und vor allem, wo auch die Schwächen liegen. Ich würde sagen, los geht's. Als allererstes möchte ich mich recht herzlich bei Eufy bedanken. Die haben mir nämlich den X10 Pro Omni für diesen Test hier zur Verfügung gestellt. Wenn euch da draußen die ganzen technischen Daten zu diesem Saugroboter oder vielen weiteren interessieren, schaut unbedingt bei uns auf dem Blog im Saugroboter Finder vorbei. Den habe ich euch hier oben auf dem kleinen Infosymbol verlinkt. Dort findet ihr zum Beispiel diesen Saugroboter, könnt nach den Kriterien suchen, die für euch wichtig sind, könnt dann auch in einer Gegenüberstellung sehen, welcher Roboter wo wie die Nase vorne hat. Zum Beispiel hier im Vergleich mit dem Nigelnagel 9 S1 Pro. Ein spannender Saugroboter, den habe ich ebenfalls schon ausführlich getestet. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und ihr könnt natürlich auch ausführliche Testberichte lesen. Wie gesagt, schaut da gerne vorbei, ist oben verlinkt. Schauen wir uns aber jetzt mal genau an, was alles mit dem Lieferzubehör enthalten ist und was der Roboter hier von der technischen Seite so kann. Mit dabei ganz klassisch hier eine kleine Anleitung. Und dann schauen wir uns direkt den Saugroboter mal an. Was sehen wir? Der Roboter hat eine D-Form. Das ist nicht immer optimal, weil er sich so eben nicht unbedingt direkt auf der Stelle drehen kann. Er muss immer ein bisschen zurücksetzen, um dann hier um eine Kurve zu kommen. Es wird immer damit beworben, dass die Roboter besonders gut in eine Ecke kommen sollen. Hat sich bei uns im Test aber bisher meistens nicht so wirklich bestätigt. Auch die Bauhöhe mit 11 cm ist recht hoch. Ich sag mal, bis 10 cm ist das wirklich gut. Die sollten im besten Fall immer flacher sein. Hier ist es halt jetzt 11 cm, das ist deutlich zu hoch. Ansonsten haben wir ein lasernavigierendes Gerät. Der Bumper oder der Laserturm ist auch gefedert von so einem Bumper. Bedeutet, wenn die hohe Bauhöhe irgendwo gegenstößt, dann passiert da an der Stelle nichts. Ansonsten haben wir ganz klassisch in der Front einen Bumper. In der Front auch ebenfalls eine Obstacle Avoidance, die wirklich sehr gut funktioniert. Da komme ich aber auch später nochmal drauf zu sprechen. Eine wirklich hervorragende Obstacle Avoidance. An der Seite ein Wandabstandssensor. Auf der Rückseite den Befüllstutzen, dass der interne Wassertank mit Frischwasser befüllt werden kann. Noch die beiden Ladekontakte und hier auf der Seite der Absaugstutzen, dass der Staubbehälter auch eben abgesaugt werden kann. Auf der Front haben wir noch 3 Knöpfe, um den Roboter zu steuern. Einmal, um ihn nach Hause zu schicken, einmal, um ihn an- und auszuschalten bzw. zu starten und zu stoppen. Eine Spot-Clean-Taste, dann kann man ihn irgendwo hinstellen, dass er einen Bereich reinigt und hier auch nochmal eine Art Kindersicherung. Wenn wir die Klappe hier öffnen, sehen wir unten drunter den Staubtank, noch ein paar Infos und das war's an der Stelle. Wenn wir jetzt auf die Unterseite gucken, sehen wir, dass wir hier rotierende Wischpads haben. Die Wischpads können auch angehoben werden, 12 mm, so wie wir das gerade hier sehen. Was dieser Roboter noch nicht mitbringt, ist so eine, ich sag mal, Kantenwischfunktion. Bedeutet, das Wischpad kann an der Stelle noch nicht ausgefahren werden. Hier vorne haben wir die Seitenbürste. Ich sag mal, die ist eher einfach gehalten. Schwimmend gelagert, recht weiche Borsten, aber auf das Thema Saugleistung komme ich auch später nochmal zu sprechen. Ansonsten haben wir 6 Absturzsensoren, die Seitenbürste, hier vorne die Laufrolle, gefederte Räder, die für eine wirklich gute Hindernisüberwindung sorgen. Und dann war es das mit den Details am Saugroboter selbst. Kommen wir nochmal kurz auf die Reinigungsstation zu sprechen. Auch hier, ich sag mal, eher eine mittlerweile wohlgemerkt einfache Reinigungsstation. Wir haben hier den Staubbehälter, hier haben wir das Frischwasser und das Abwasser. Im Anschluss, nachdem der Roboter mit seiner Reinigung fertig ist, werden die Wischpads mit warmer Luft getrocknet. Wir haben hier aber keine Heißwasserreinigung, wie wir das von anderen Spitzenmodellen bisher kennen. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, wie einfach ist, die Reinigungsstation zu reinigen. Das ist hier gut gelöst. Man kann einfach hier diesen Behälter rausnehmen, das Ganze dann abspülen und die Reinigungsstation selbst, sieht man vielleicht, ist innen drin auch wirklich ordentlich sauber. Also von daher, was das angeht, ist es wirklich gut gelöst. Auf der Rückseite haben wir leider kein Kabelmanagement. Das heißt, das Kabel muss irgendwie anders, irgendwie mit einem Kabelbinder zusammengemacht werden. Und genau, so viel zu den Details des Roboters. Wir machen mit der Navigation weiter. Punkt 2, das Thema Navigation. Wie alle anderen Saugroboter auch, muss der X10 Pro Omni hier durch das Testareal hindurch navigieren. Was sehen wir? 4 unterschiedlich hohe Teppiche, von hoch nach niedrig. Der blaue ist der höchste, dann kommt der rosane, dann der graue und dann der gefleckte kleine.
Was liegt ebenfalls im Testareal herum? Drei Hindernisse, ein paar Hausschuhe, ein paar Socken und ein Kabel. Mit all den Hindernissen ist er wunderbar umgegangen, sieht man im Top-Down-Shot. Er hat keins davon berührt. Lediglich die Teppiche hat er befahren und dann auch ein wenig durch die Gegend geschoben. Jetzt nicht extrem, aber doch merkbar, was so bei anderen Saugrobotern nicht so häufig auffällt. Und was eine weitere Besonderheit ist, ist oben links diese Engstelle. Da ist das Ganze extra schmal gehalten, sodass die Roboter hier an ihre Grenzen kommen sollen. Auch im Top-Down-Shot sowie in der nachfolgenden, detaillierteren Ansicht hat er diesen Bereich dann dort nicht erreichen können. Ebenfalls da oben sind natürlich die beiden Rohre. 2,2 cm ist das höhere Rohr. Das hat er ein bisschen gemieden, aber an der Stelle machen wir natürlich auch immer unseren Hindernisüberwindungstest und dort haben wir festgestellt, dass er 2,2 cm überwunden hat, was wirklich ein sehr, sehr guter Wert ist. Also die Navigation hat hier wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Was man aber vielleicht auch im Top-Down-Shot gesehen hat, ist, dass er mal Probleme an der Lampe hat. Da hat er sich ein bisschen festgefahren, da musste er befreit werden. Das kommt hin und wieder bei unterschiedlichen Robotern vor, aber hier ist es natürlich passiert. Dementsprechend sei auch das nochmal angemerkt. Ansonsten, er reinigt Raum für Raum, macht das Ganze strukturiert, fährt logische und konsequente Bahnen. Im Großen und Ganzen hat mir die Navigation wirklich sehr gut gefallen und natürlich die Obstacle Avoidance ist auch hier herausgestochen. So viel zum Thema Navigation. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Reinigungsleistung an. Punkt 3, Thema Reinigungsleistung. Wie gut kann er saugen, wie gut kann er wischen, bevor ich dir die Ergebnisse präsentiere. Eine Bitte an dich, wenn dir das Video gefällt, hinterlass ihm doch bitte einen Daumen hoch da. Wenn dir das Video nicht gefällt, kannst du auch gerne auf den Daumen runter drücken. Dann sei aber so lieb und sag mir, was dir an dem Video nicht gefallen hat. Dann kann ich zukünftig an der Kritik arbeiten und gegebenenfalls auch etwas besser machen. Wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen willst, dann klick unten am besten auf Abonnieren. Das würde uns eine Riesenfreude machen. Wenn du noch die Glocke aktivierst, verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Das wäre super. Vielen Dank dafür. Schauen wir uns aber jetzt die Ergebnisse an. Wie alle anderen Saugroboter auch, muss auch der X10 Pro Omni in unser Testareal hinein. Einmal auf Laminat, einmal auf Teppich. Was ist hier aufgefallen? Auf dem Laminat hat er 95,17 Gramm im ersten Durchlauf unter voller Saugpower aufgesaugt. Manche Roboter fahren automatisch ein Schachbrettmuster ab. Dementsprechend lasse ich hier auch den Roboter ein zweites Mal laufen, nehme aber wie immer nur den ersten Wert in die Wertung auf, damit hier das Ganze eben so gewertet werden kann, dass man immer nur sieht, was die Roboter halt ohne das menschliche besondere Zutun halt hier eben leisten. Im zweiten Durchgang hat er dann 99,02 Gramm aufgesaugt. Das ist sehr gut. 95 ist, ich sag mal, okay. Gleiches Spiel auf dem Teppich. Auf dem Teppich hat er wirklich eine sehr gute Figur gemacht. Hier hat er im ersten Durchlauf 73,05 Gramm aufgesaugt und im zweiten Durchlauf 77,38, was natürlich dementsprechend noch ein ganzes Stück besser ist. Ich hatte es vorhin ebenfalls angesprochen, Thema Eckenreinigung. Hier hat er 2 von 5 Maiskörner aufgesaugt. Die D-Form soll eine besonders gute Reinigung versprechen, hat hier aber an der Stelle nicht geklappt. Dass dieser Wert auch mal noch erwähnt wurde. Was natürlich hier auch immer der Fall ist, viele Informationen, viele Zahlen, um das Ganze hinterher auch nochmal vergleichen zu können. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Saugroboter-Finder. Dort könnt ihr alle Roboter, die euch gefallen, miteinander vergleichen, gegenüberstellen. Seht genau, wer wo wie die Nase vorne hat. Auf den kleinen Infosymbolen seht ihr auch, wie wir diese Werte ermittelt haben, wie die gewichtet sind und so weiter und so fort. Schaut da, wie gesagt, unbedingt rein. Habe ich euch oben auf dem Infosymbol verlinkt. Was natürlich auch spannend ist, ist das Thema Haare. Wir haben hier rote Kunsthaare. Die haben wir ins Testareal hineingelegt. Hier ist uns allerdings aufgefallen, dass die Haare alle in der Bürste verblieben sind. Hier ist jetzt auch keine besondere Funktion mit an Bord, die irgendwie besonders für die Haare da sein soll. Das ist natürlich schade, aber wie gesagt, wir sehen es immer wieder mit Haaren oder gerade mit langen, großen Kunsthaaren. Haben bisher alle Roboter so ihre Probleme gehabt. Aber dass man das Ganze einfach hier an der Stelle mal sieht. Jetzt kommt der große Elefant im Raum und zwar das Thema Wischleistung. Das ist das, was natürlich den Eufy besonders herausstechen lassen soll. Hier hat sich in unseren Tests gezeigt, dass das seine riesengroße Schwäche ist. Wir haben das neue Testareal auch hier jetzt schon angewandt. Man sieht dort einmal Matsch-Schuhabdrücke, man sieht dort mit so einem kleinen Stempel verschiedene starke Ketchup-Flecken. Man sieht ebenfalls noch einen sehr großen Kaffeefleck und oben in der Ecke haben wir mit so Kreidestiften
geguckt, wie gut kann er am Rand wischen und natürlich die Schrift soll halt eben auch weggewischt werden. Normalerweise lassen wir die Roboter ein- oder zweimal durchfahren, um halt einfach die Unterschiede zu zeigen. Hier haben wir ihn sogar dreimal durchfahren lassen und das Ergebnis ist recht eindeutig. Die Wischfunktion ist an der Stelle wirklich, ich würde fast sagen, unbrauchbar. Er hat kaum Schmutz weggenommen, keine Ahnung, woran es liegt. Man sieht vorhin auch bei der Navigation im Top-Down-Shot, das liegt nicht daran, dass der Boden nicht berührt wird. Der Boden wird berührt von den Wischpads. Das Ganze ist auch, wird auch befeuchtet, aber er kann einfach keinen Schmutz irgendwie vom Boden entfernen. Normalerweise sind die Kaffeeflecken wirklich ein leichtes und die sollten wirklich entfernt werden. Ich sag mal, die guten, schlechten Saugroboter, die nehmen zumindest den ganzen Kaffeefleck mit und vielleicht verschmieren die den noch ein bisschen oder hinterlassen Rückstände, weil die Wischpads nicht so saugfähig sind. Aber hier im Fall des Yuffies, naja, das Ergebnis oder das Bild spricht eine deutliche Sprache. Die Wischfunktion ist wirklich unserer Meinung nach unbrauchbar gewesen. Was natürlich sehr schade ist, weil das ja ein Kombigerät ist, was man sich kauft, genau wegen dieser Wischfunktion. Dementsprechend, ja, die Wischfunktion unbrauchbar. So viel zum Thema Reinigungsleistung. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die App. In Punkt 4 werfen wir jetzt nochmal einen Blick. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite des X10 Pro Omni. Wir sehen hier unten direkt ein paar Programme, die wir hier für den Saugroboter starten können. Aber wir gehen hier mal in die Detailansicht, sehen jetzt hier schön ordentlich aufgeräumt die Karte. Die Darstellung gefällt mir wirklich gut. Wir können die Räume unterschiedlich einteilen. Was wir jetzt hier auf der Karte ebenfalls sehen, dass er in unserem letzten Durchlauf auch oben diese schmale Passage einmal durchfahren hat. Das ist hier jetzt erstmalig aufgefallen. Der Roboter hat im Nachhinein auch noch das ein oder andere Update bekommen, wo wirklich an einigen Punkten dran gearbeitet wurde. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich hier am Anfang einen halben Punkt abziehen müssen, weil er halt auch diesen Bereich mal nicht erreicht hat. Und wir wollen natürlich bei einem Roboter bei der Navigation immer eine sehr, sehr zuverlässige Navigation haben und halt nicht immer so ein Zufallsthema. Genau, so viel dazu. Man sieht ebenfalls auf der Karte, dass die vier Teppiche hier eingezeichnet wurden. Das ist hier diese schraffierte Fläche. Das hat er auch sehr schön erkannt. Ansonsten können wir jetzt hier den Roboter unten starten. Wir können hier auch natürlich auswählen, was genau getan werden soll. Soll nur gewischt werden, soll nur gesaugt werden, wie soll die Putzwassermenge aussehen und so weiter und so fort. Also hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten. Wir können natürlich sagen, dass verschiedene Räume gereinigt werden sollen oder halt eben verschiedene Zonen gereinigt werden sollen. Darüber hinaus haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, Einstellungen für die Reinigungsstation einzustellen, hier auch nochmal detailliertere Möglichkeiten und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier ganz normal in die Einstellung reinzugehen, den Reinigungsverlauf uns anzuschauen, Einstellung nochmal der Basisstation, da waren wir gerade drin, Yuffie Lab, das sind so, ich sag mal, Beta-Funktionen, Spracheinstellungen und so weiter und so fort. Alles Möglichkeiten, die wir hier eben nutzen können. Die App ist dementsprechend übersichtlich, hat uns gut gefallen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir kommen zu meiner abschließenden Meinung. Punkt 5, meine persönliche abschließende Meinung zum Yuffie X10 Pro Omni. Grundsätzlich ein wirklich, wirklich schöner Saugroboter mit einem Preis von 800 Euro, ich sag mal heutzutage im Mittelfeld, aber eben auch mit einer Menge starker Konkurrenz, die ihm dort im Nacken sitzt. Was hat mir gut gefallen? Die Navigation hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Obstacle Avoidance ist wirklich herausragend. Ebenfalls hat mir die App ganz gut gefallen. Auch die Saugleistung konnte hier im Test wirklich überzeugen. Aber kommen wir zu dem Elefanten im Raum. Das ist zum einen die Bauhöhe von 11 cm. Das ist wirklich sehr, sehr hoch und für viele ein K.O.-Kriterium, weil eben gerade einige Möbel irgendwie 10 cm oder flacher sind. Und eigentlich das Schlimmste war die Wischleistung. Hier hat er auf ganzer Linie versagt. Bei uns im Test hat er so gut wie gar nichts aus unserem Testareal wegwischen können. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum man sich so einen Saug-Wischroboter anschafft. Und dementsprechend hat das natürlich auch zu einer massiven Abwertung geführt. Alle anderen Konkurrenzmodelle, Roborock, Dreamy und wie sie alle heißen, im gleichen Preissegment leisten da doch deutlich mehr. Dementsprechend ist es natürlich hier schwierig, irgendwie eine Empfehlung auszusprechen. Auch wenn die Navigation und die Obstacle Avoidance so hervorragend gut gewesen sind, ist es natürlich am Ende irgendwo der Killer, weil was bringt mir eine gute Navigation und Hinderniserkennung, wenn der Roboter nicht wischen kann. So viel zu meinem Test und meinen Erfahrungen mit dem Yuffie X10 Pro Omni. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Schreibt es doch
gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier ein weiteres Video. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier kommt ihr zum Saugroboter Feiner. Und wenn ihr Lust habt, zum Beispiel über diesen Roboter mit fast 25.000 Leuten zu diskutieren, schaut gerne mal auf Facebook in unserer Saugroboter-Gruppe vorbei. Die habe ich euch hier unten verlinkt. Ich würde sagen, wir sehen uns dort. Bis dahin, ciao, ciao.